Der Wochenrückblick ist wieder dran. Ja, wieder mal Freitag, wieder ist so eine Woche extremst schnell durchgerast. Und ich denke, gerade die Eltern unter Ihnen werden jetzt sehr, sehr glückliche Kinder zu Hause haben, wenigstens hier in Hessen. Denn bei uns haben ja auch heute die Schulferien angefangen, respektive der letzte Schultag ist gewesen. Jetzt können unsere Kiddies erstmal so ein bisschen durchatmen und den ganzen Stress mal hinter sich lassen. Ja, ich freue mich immens. Vielleicht der eine andere hat es gemerkt. Unser Gesundheitslexikon geht langsam zu Ende und ich bin schon jetzt natürlich schon in den Startlöchern, in der Endphase für eine neue Reihe. Und ich denke, diese neue Reihe wird Ihnen bestimmt auch hier und da ganz gut gefallen, denn es geht mal um die alltäglichen Arzneimittel und deren Wechselwirkung mit Mikronährstoffen, sprich das, was Sie tagtäglich einnehmen, sei es das Blutdruckmedikament, sei es die Pille, sei es ein Säureblocker, sei es ein orales Antidiabetikum, das alles hat Einflüsse auf unseren Mikronährstoffhaushalt. Und diese Wechselwirkungen aus dem Alltäglichen, die möchte ich Ihnen einfach mal so an bestimmten Beispielen darlegen, wo man dann eher mal so einen kleinen Fokus drauf richten sollte, wenn man solche Medikamente einnimmt. Das, was die Woche wirklich sehr, sehr schön war, wir hatten vor einiger Zeit eine Patientin aufgenommen, die eine Autoimmunreaktion bezüglich einer Impfung hatte. Sie hat dann eine sogenannte systemische Sklerodämie entwickelt. Das ist eine Erkrankung an den Gefäßen. Sie hatte Durchblutungsstörungen massivst an den Händen, war dann bei den Endokrinologen, Rheumatologen. Man hat dann blutverdünnende Mittel eingesetzt. Nichts hat geholfen. Diese weißen Hände wurden immer schlimmer. Dann haben wir sie hier in Anführungsstrichen so ein kleines bisschen immunologisch und vor allem orthomolekular sehr behandelt. Und siehe da, nach gerade mal jetzt 2 Monaten Behandlung, das war richtig cool, erstmal subjektiv die Patientin, keine weiteren Durchblutungsstörungen mehr. Es kommt zu einer Rekapitalisierung, das heißt also die Gefäße gehen wieder auf, die Durchblutung ist deutlich besser, es gibt keine weißen Hände mehr, die Patientin ist happy, ich bin happy und die Laborwerte sehen auch verdammt gut aus. Deswegen, egal was wir in unserem Körper machen, immer und immer wieder sage ich, immer auch an die orthomolekulare Versorgung denken. Ja? Jeder Prozess in unserem Körper fördert Verbrauch an Mikronährstoffen, jede Einnahme fördert Verbrauch an Mikronährstoffen. Und an diesem Beispiel hat man es wieder gesehen, das ist eine richtig schöne Sache gewesen. Ja, was mich auf der einen Seite die Tage zum Schmunzeln, aber dann auch wirklich zum Kopfschütteln gebracht hat, vielleicht haben Sie es ja mitgekriegt, Gesundheitsminister möchte jetzt die ambulanten Operationen hochfahren. Und just hat er jetzt ein Beispiel, wie so eine ambulante Operation auch schiefgehen kann. Die Operation als solches ist alles tiptop gelaufen. Man hat den Patienten nach der ambulanten Operation sofort nach Hause geschickt. Also seit 4 Tage Pflaster drauf, müssen Sie nichts machen. Auch wenn Pflaster steril sind, 4 Tage eine Wunde, eine frische Wunde unabgedeckt bzw. nicht mit dem Verbandswickel zu machen, ich hätte Bauchschmerzen und so kam es dann auch, wie es kommen musste. Patient steht unter der Dusche mit den Verbänden, die 4 Tage lang angeblich man nichts machen müsste, einfach nur drauflassen. Dann hat er sich gewundert, nach dem Duschen, als er sich abgetrocknet hat, dass das Pflaster am Bauch immer wässriger wurde, bis er dann doch mal vorsichtig das abgezogen hat und siehe da, an der Operationsstelle ist es purer Eiter rausgelaufen. Ja. Deswegen, also jetzt stellen Sie sich vor, das war ein junger Patient, der konnte relativ schnell agieren, hat auch gewusst, okay, da stimmt irgendwas nicht. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben da eine 70-jährige ältere Dame, einen 80-jährigen Herrn, der dann völlig hilflos ist, weil ambulant operiert werden soll. Das ist jetzt nur ein simples Beispiel. Das ist jetzt alles gereinigt und natürlich macht er jetzt jeden Tag seine Wundverbände, aber das kann passieren und das wird auch passieren. Ja. Nach den ambulanten OPs sind die Operateure in dem Sinne dann nicht mehr dafür zuständig. Das soll dem Hausarzt übergeben werden. Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Ja. Das wird ein völliges Desaster. Aber lassen wir uns darauf zukommen. Schöne neue Welt, alles soll ja gut werden. Aufs Wochenende freue ich mich ganz besonders. Warum? Eine sehr, sehr geschätzte Kollegin, mit der werden wir uns dieses Wochenende treffen. Mal so ein bisschen die Köpfe zusammen, stecken, ein bisschen über die schlimmen Patientenläster. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir offen. Dafür brauchen wir nicht, uns zu treffen.
Einfach so ein bisschen Brainstorming machen. Ich hatte ja gesagt, dass ich mit einer Kollegin mal auch so einen Livestream machen möchte. Sie aus ihrer Praxis, ich aus meiner Praxis, unsere Erfahrungen auch im Alltäglichen. Und das wird sozusagen am Samstag in die Startlöcher gebracht. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf, dass Sie als Gäste bei uns zu Hause sein werden. Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Diejenigen, die heute ganz treu Hessenferien sofort ins Auto setzen, ab in den Süden. Viel Spaß dabei, ihr Lieben. Ja. Tief durchatmen und nicht ganz so gestresst am Urlaubsziel ankommen. Tollen Urlaub für Sie, die es machen. Ein wunderschönes Wochenende für die anderen. Schöne Zeit. Montag sehen wir uns alle wieder in alter Frische. Ihre Praxis Müller-Camus.